Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Wir stehen vor einer Kreuzung. Wir können hier nach links abbiegen oder geradeaus gehen. Ich habe mal nachgeschaut und ich glaube, wenn ich es richtig noch in Erinnerung weiß, ist es, dass wir nach oben müssen. Hier rechts geht es nur in Sackgassen rein. Okay, dann lasst uns einfach mal nach oben gehen und ja, die Kopflosen erledigen, die hier sind. Ich glaube, der ist noch nicht erledigt. Kann es sein? Ah, das lassen wir jetzt mal. Gut. Was haben wir da? Da haben wir nochmal. Oh. Tränke, das sieht doch schon mal gar nicht mal schlecht aus. Tränke können wir immer brauchen. Gelb war, glaube ich, Heilung. Das andere war Entgiften. Das ist auch nicht so verkehrt. Und den hier, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal mit. So. Boah. Eine Giftwolke. Da gehen wir nicht lang. Wir gehen jetzt einfach... Ach, lass uns die erledigen, sonst ist das ganze Ding zu langsam. So. Haben Sie was Schönes dabei? Nö, nicht wirklich. So, jetzt könnten wir nochmal versuchen, in diesen großen Raum zu kommen. Von der anderen Seite her. Schauen wir mal, aber naja, sieht nicht aus, als ob es da irgendwas gegeben hätte. Außer, dass wir fast sterben. Nicht durch die Giftwolke fliehen. Ah, ihr Idioten. Nun gut. Dann lasst uns mal zwei Sachen machen. Einmal das hier und einmal das hier. Und dann schauen wir mal, was die alles dabei haben. Und wie viel wir mitnehmen können. Essenszeug kommt hier rein. Ausrüstungsgegenstände kommen hier rein. Was ist das? Ach, das ist eine Flöte. Passt nicht mehr. Na toll. Na gut, dann halt so. Ah, können wir das alles mitnehmen? Es gibt auf jeden Fall gut Geld, aber... Hm. Wo ist denn jetzt noch ein Gegner? Ah, nee. Wahrscheinlich muss ich später alles nochmal wegschmeißen, weil... Genau, weil es nicht mehr passt. So wie jetzt zum Beispiel. Hm. Zu dumm, dass wir nur zwei Beutel reinmachen können. Dabei hätten wir noch so viel Platz hierfür. Können wir es irgendwie anders mitnehmen? Nee, wir können da nichts dran machen. Na gut, dann lassen wir es liegen. Was soll's. Wahrscheinlich muss ich sowieso noch später den ein oder anderen rauswerfen. Einfach weil wir bessere Beute finden. So, da geht's runter. Das lassen wir aber erst einmal. Wir gehen erst einmal hier durch. Na toll. Wir versuchen... Ah. Oh. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Naja, wir werden es gleich sehen. Na
Da drüben scheint auch noch was zu sein. Ist da irgendwo eine Illusionswand? Nee, nicht wirklich. Aber guck mal. Ein Edelstein. Edelsteine sind doch auch gar nicht mal so schlecht. Ach, guck mal, ihnen hätten wir auch einiges Zeug geben können. Aber wir nehmen erstmal Edelsteine mit. Das gibt mehr als Rüstungen wahrscheinlich. Ach, da drüben sind nochmal, oh nee. Schon wieder. Ups. Ach, das waren seine Ellbogen. Das war gar nicht Dings. Ich dachte, das wäre noch ein Edelstein, wo da rumliegt, aber naja, ich habe mich geirrt. So. Hallo. Ich kann mich nicht mehr bewegen von lauter Dings, oder wie? Okay, Gift ist weg. Können wir nicht irgendwie... Nee, das war irgendwie, wäre nicht die Formation, wie man läuft, sondern wie man angreift. Na gut. Na toll. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Oh, ho, ho. Können wir da... in dem Brunnen was trinken? Ah ne, das ist gar kein... Ah, aber wir können uns heilen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann vielleicht noch ein kurzer Trank, um das Gift loszuwerden. Und dann sieht das Ganze doch wieder gut aus. Ein Heilbrunnen, sowas ist immer gut. Okay, hier geht's nur da lang. Speichern wir mal. Und hier gehen wir erstmal... Ah ne, da geht's gar nicht anders. Ja, okay. Dann können wir nur hier lang gehen. Alles klar, wir kommen der Sache näher. Oh, hier geht's auch wieder hoch. Ah ja. Lass uns erstmal hier lang gehen. Nach Osten gehen. Oh. Guck mal, eine Dings, aber wie kommt man da hin? Ich habe keine Ahnung. Scheint auch hier keine geheime Wand zu geben. Hm. Sehr seltsam. Okay, was ist das hier? Oh, ho, ho, hui. Gegen so einen haben wir ja schon mal gekämpft gehabt in... in Dings und das war nicht gut. Hallo? Ach, das ist eine Statue. Und ich dachte, das wäre jetzt so ein Licht gewesen. Das war nur eine Statue. Naja, gut. Wenn man da hinkommt, keine Ahnung. Es ist auch so gemacht, dass man es nicht wirklich sieht, wie es da weitergeht. Hm.
Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir ja von irgendwo oben einen anderen Weg da lang oder wie auch immer. Also, dass man von irgendwo einen anderen Weg dahin gehen kann oder muss. Ach, wie auch immer, ich verhaspel mich jetzt nur noch und lass uns einfach mal weitergehen. Ohoho, das war ein kritischer. Shit, 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 shit. Können wir... Na toll. Und wo kommen wir raus? Hier wieder. Und wo habe ich gespeichert? Oh, habe ich doch relativ frühzeitig gespeichert? Ach, das ist ja gut. Ich dachte, ich hätte viel später gespeichert gehabt. Ja, umso besser. So. Wieder was zu essen. Und Dupré kriegt ein bisschen Ausrüstungsgegenstände mit rein. Ja, ein Glück. Also essenstechnisch ist das Spiel zumindest im Moment kein Problem. Und das finde ich gar nicht mal schlecht. So. Gut, dann lasst uns weitergehen. Irgendwann müssten wir doch demnächst auch draußen sein. Ah. Das sieht mir nach einer Falle aus. Dachte ich mir, und es ist noch nicht mal was Gescheites dabei. Nein, Glück kann man es schnell speichern. Das sah wirklich nach einer ziemlichen Falle aus. Also, das war ja ziemlich offensichtlich eigentlich. Na toll. Ich probiere es trotzdem nochmal anders durchzukommen. Oh Mann, das Ding ist ja mit Fallen übersät. Lass uns mal ganz außen lang gehen. Ah, so passt die Sache. So sieht es besser aus, so klappt es. Okay. Okay, einen habt ihr. Den anderen habt ihr auch. Haben die... Ach, es waren drei sogar. Haben die dann was Schönes dabei? Sie haben zumindest was zum Verkaufen dabei. Verkaufen. Was ist das da? Butter. Wollen wir jetzt tatsächlich Butter mitnehmen? Ich glaube nicht, dass wir Butter mitnehmen. So, hier haben wir ein Schloss. Oh, das sieht auch aus, als ob es da Geld gibt. Und guck mal, Helm, da ist der Helm. Aber lass mich raten. Nein, und... Nee, da kommen wir nicht lang. Das können wir leider nicht öffnen. Da braucht man einen anderen Schlüssel. Und den hat wahrscheinlich der König. Und da geht es raus. So, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ach, da oben sind wir. Das heißt, das Goblindorf ist hier oben und wir sind jetzt hier runter und so durchgegangen. Okay, sehr interessant. Dann lasst uns mal uns umschauen. Hier gibt es auf jeden Fall Goblins. Eine Peitsche. Was da das? Nee, doch, das nehmen wir mit. Ich meine, Essen kann man nie genug haben, weil irgendwann... Hoppla, das war falsch. Irgendwann müssen wir auch essen und dann ist es ganz gut, wenn wir uns gut... ausgerüstet haben. So, dann machen wir das doch einfach so.
Und können wir das jetzt halt... Nee. Na toll. Das geht anscheinend nicht. Nee, okay, das geht nicht wirklich, alles klar. Dann war das diese Hütte hier, wir haben bestimmt noch weitere Hütten hier. Und da ist auch der große Wald. Da ist die nächste Hütte. Jamino, hast du nicht ganz normale Pfeile? Ja. Dann kannst du die doch mal mitnehmen, oder? Zu schwer. Naja. Oder auch nicht, wir benutzen ja... Oh, toll. Das war ja wirklich toll und ist noch nicht mal was Gescheites drin. Ja, es war eine Falle. Das wissen wir selber. Gut. Eine Goblin-Frau, also das gibt's auch. Und alle sind uns feindlich gesonnen. Iolo ist schon wieder vergiftet worden. Und liegt rum. Leute. Es wäre vielleicht wünschenswert, wenn wir zusammenbleiben würden. Oh, nee. Leute, Leute, Leute. Jetzt rennen die mir einfach durch diese Gegend hindurch. So, hier gibt es weitere Hütten. Und Gegner. Aua. Ich glaube, ich brauche mal wieder so einen Heiltrank. Jamino, Heiltrank. Oh, sind auch nicht mehr viele da. Ja, die Kämpfe hier sind sehr, sehr durcheinander und... Die Kämpfe sind sehr, sehr durcheinander. Oh, ist das eine schöne Magic Axt? Aber ich glaube, die war... Magic Axt. Ich muss mal kurz nachschauen, was machten die nochmal genau? Das war, glaube ich, eine... Ja, genau, eine Fernkampfwaffe. Und ich bin nicht so ein Fan von Fernkampf. Was ist das da? Hammer. Brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. Nun gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Da haben wir doch gleich den nächsten. Und Leute, warum rennt ihr immer dahin, wo ihr eh nicht reinkommt? Während demjenigen, der hier gerade vor uns steht. Thank you.
Ihr seid manchmal wirklich nicht so richtig. Naja, was soll ich sagen? Ihr seid da schon wieder rum. So, bitte mal sammeln und in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich würde da auf jeden Fall gerne reingehen. Da werden wahrscheinlich Menschen zu, nun ja, Häppchen verarbeitet. Und wir sollten YOLO auf jeden Fall unseren letzten Heiltrank, glaube ich, geben. Einmal das hier und einmal das hier. So. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann schauen wir mal, ob wir diesen König beim nächsten Mal finden. Gut, dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.